Hallo. 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 Auftragsangebot. Obwohl, mit 21% Schaden sollte ich vielleicht lieber eine Werkstatt aufsuchen, war. Die dir noch helfen können. Die kann man nicht mehr helfen. Ne? Ne, da ist schon Hopfen Malz verloren. Ach, in Köln bin ich. Sieh an. Ach, du arme Socke. Mach schnell, dass du da wegkommst. Lauf schnell weg. Renn um dein Leben. Ich weiß gar nicht. Ach doch, hier lang muss ich. Ist alles langweilig hier. Meinst du? Ja, ja, ist alles nur hier. Puh, nö. Nö, nö, nö. Meine Fehlfunktion. Mal wieder. Schade, dass ich morgen arbeiten muss. Geschwein saufen jetzt. Ist ja kein Wunder, dass man säuft. Lenk! Schrei mich doch nicht immer so an. So. Aber das war doch sonst nicht immer so oft gewesen. Es ist ja mittlerweile fast jeder Folge. Sie hat's kaputt gemacht. Rollt wahrscheinlich mit ihrem Schuh über das Kabel oder so. Nee, sowas kann ich zum Tod nicht leiden. Sowas mache ich nicht. Dann solltest du wirklich mal das Joypad neu kalibrieren, von dem du nicht weißt, wie es geht. Nee, ich und Technik. Das verträgt sich nicht. Was denkst du denn, warum ich meinen Fernseher verschenkt habe? Ich habe den Powerknopf nicht gefunden. Das nicht verstanden. So, du hast ja doch ein Bettmonitorsystem gebaut, hast du mir gesagt. Ja. Da es gibt nur einen Haken, ich kann da nicht umschalten. Und Fernbedienung. Für einen Monitor? Ja, du müsstest ja eher im Rechner umschalten. Ja, dann. Deswegen. Funkmaus. Ich mag keine Funkmäuse. Gibt's denn Sachen, die du magst? Fragen wir mal so rum, das ist wahrscheinlich einfacher jetzt. Zuckerwatte? Es gibt keinen Zuckerwatte. Meine Verkäufer haben alle gekündigt fast, ne, im Park. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Aber Bezahlung du hast du angemacht, oder? Ja, wenn du auf die draufklickst, steht, sie sind zufrieden. Vielleicht nachdem sie gekündigt haben, das kann ja sein. Ich gucke mir gerade die Lackierung an. Ich habe mir beim Eurotruck auch dieses Valentinstags-Lackierung gekauft. Und ich habe gedacht, die haben dieselbe wie beim ATS. Aber die haben eine ganz andere. Schöner? Ja. Und mehr vor allen Dingen. Wesentlich mehr als beim ATS. Wo ist es dunkel? Gefällt mir das eigentlich auch. Ja? Heute Morgen habe ich auch gedacht, ich werde krank. Ja, ich habe geschwollene Lymphdrüsen gehabt und habe ein bisschen Halsweh. Waren Lymphdrüsen gewesen? Ja, die Dinger da, die man überall am Körper hat. Lymphknoten? Muss grad passen, weiß ich nicht. Weiß nie. Aber ich glaube, das war die Heizung schuld. Oh. Weil ich muss nämlich nachts normalerweise, also nichts, ja, das Problem war, ich habe die Heizung angelassen, so auf 3 oder 4 oder so. Oh. Mache ich halt immer, wenn ich nach Hause komme, damit das alles schnell warm wird. Und dann irgendwie trocknet das alles irgendwie aus. Also dann. Ja, ich weiß, was du meinst. Liegt der Freezy da wie so eine getrocknete Feige im Bett. Verrunzelt und verschrumpelt. Kennst du Lord Zesh noch von SVTOR? Von der Botschafter-Story, die hübsche, die eigentlich steinalt war. Die dann irgendwann am Ende von Kapitel so und so dann so ungefähr sich dann aus morgens.
Deshalb hänge ich auch die Spiegel ab, damit ich nicht einen Herzinfarkt kriege. Ich bin sogar mittlerweile an einem Alter angekommen, wo ich Creme benutze. Also oh. So Feuchtigkeitscreme für das Gesicht und so. Das bringt was? Ja, ich finde schon. Ist alles sehr geschmeidig seitdem. Meinen das auch die anderen? Welche anderen? Die dich sehen. Ja, die frage ich doch nicht. Sag, guck weg! Ey, was guckst du? Guckst du oder was? Wir besingen sie ja immer, ne? So, Marina, Marina. Lass das! Interessant, direkt an meiner. War das schon immer so? Na, geh besser mal zum Arzt. Direkt an meiner Garage in Köln kann ich tanken. Ist das jetzt Zufall oder ist das bei jeder Garage? Weiß ich nicht. Ich habe das noch nie ausprobiert. Warum ist das so günstig? 1,24 €. Da wäre es eigentlich diese komische Püppi, die ich hier mal drauf habe. Ja, weg hier. So. Kinogruppe. Letzter Eintrag, 4. Februar. Toll. Was gibt's Gutes, Empfehlenswertes im Kino? Batman. Lego Batman. Naja, um Gottes Willen. Ja, nee. Ja, hier gefällt ja alles. Was? Mein. Ja, ist doch so. Du sagst ja immer, ist alles super. Nur zu mir nicht, da heißt es immer, du bist doof. Klimaanlagen. Meine, hier, der, von dem wir in der ersten Folge ATS, also von vor 5 Aufnahmen gesprochen haben, der war mit seinem jetzigen Bettgespiele hier, 50 Shades Teil 2. Läuft das schon? Ach ja, na klar. Was habe ich denn gerade erzählt? Läuft das schon? Es wäre jetzt, als hätte ich gefragt, echt? Oh, manchmal zweifle ich echt an deinem Verstand. Nein, Quatsch. Ja, ich auch. Das ist ja das Schlimme. Das ist so wie, hallo McFly, jemand zu Hause? Ja. Weißt du, was wir mal einführen können? Hier, guck mal hier. Püppi, Püppi. Vor allem, der hat einfach so damit angefangen. Ich glaube in der Staffel, also zumindest das allererste Mal, ich weiß gar nicht, in der Staffel 1, wo er bei Penny geklopft hat, hat er beim allerersten Mal klopfen ganz normal bei ihr geklopft. Echt? Und erst dann, in der nächsten Folge, wo er, siehst du hast es auch gefragt, echt? Ja, echt, ohne Scheiß. Muss ich mal gerade eine Theorie von mir überprüfen. Erzähl weiter, Mann. Erzählen Sie bitte weiter. Da erst fing er an, dreimal zu klopfen. Ohne ersichtlichen Grund. Und seitdem klopft er überall dreimal. Es gibt noch eine Folge, da macht sie dann am zweiten Mal die Tür auf. Ja. Und er steht ganz, ganz entgeistert im Türrahmen und guckt den Türrahmen an so und das dritte Mal so, Penny. Das stimmt. So, tatsächlich ist Penny der einzige Charakter in der ganzen Serie, die keinen Nachnamen hat. Was? Ja, die hat keinen Nachnamen. Nachnamen. Lennart Hofstetter, Sheldon Cooper, Howard Bollywood, Rajko, Trapalli, den mag ich am liebsten, Bernadette, Rostenkowski, Amy Farrah Fowler. Alle nur, bei Penny steht nur Penny. Es ist einfach nur Penny, die hat keinen Nachnamen. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf, aber sie hat bestimmt einen Nachnamen. Nicht in der Serie. Guck auf imdb.com. Nein, gibt's nicht. Krass. Schlamperei. Schlamperei. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber ich glaube, sie hat sich die Haare wieder ein bisschen wachsen lassen. Sie hatte sich die ja erst abgeschnitten. Ganz ehrlich, fand ich total cool. Ich fand das total Haaren? Gut. Fand ich total super. Hat mir gar nicht gefallen. Fand ich total schlimm. Nee, fand ich gut. Miley Cyrus mit kurzen Haaren sieht scheiße aus. Muss ich passen. Miley Cyrus? Kennst du nicht, ne?
Bin froh, dass ich jetzt gerade noch weiß, wie Penny aussieht. Na, wie du ungefähr. Was? Nicht? Schön wär's, wenn ich aussehen würde wie Penny. Oder es wäre schlimm für Penny, wenn sie so aussieht wie ich, aber... Nee. So hübsch ist Kelly Cuoco gar nicht, finde ich. Wer? Die Schauspielerin. Wer? Hä? Ach, die hat einen richtigen Namen? Ich dachte, die heißt einfach nur Penny. Also ich habe gerade schon vom Charakternamen gesprochen. Oh Gott, du hast jetzt nicht wirklich gedacht, die hat wirklich in echt keinen Nachnamen, oder? Nein, natürlich nicht. Oh. Ja. Nö, die ist nett, doch gar aber... nicht rechtens, keinen Nachnamen zu haben. Dafür ist die Amy spielt gar nicht so schlimm wie in der Serie. Ich hab die noch nie gegoogelt. Ich weiß gar nicht, wie die sonst so aussieht, wenn sie nicht so aussieht. Aber ich mag den Namen. Amy Farrah Fowler? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Gefällt mir. Ja, nenn ich doch um. Jetzt im Abend sag ich, möchte jetzt Pippi Farrah Fowler heißen. Seid ihr auch raus hier? Keine Zeit für so einen Scheiß. Dann würde ich mich ja mit PVV abkürzen. Das klingt irgendwie aber nach einer Krankheit. Ich habe PVV. Oh, ich fahre ohne Licht. Coolste ist eigentlich sowieso Howard, finde ich. Howard? Am coolsten ist eigentlich Howards Mutter. Ah, furchtbare diese Frau. Wie er dann immer anfängt. Ja, Mann! Ich mag Leonard. Und Penny. Leonard? Die hatten ja was. Also in echt. Ach, echt? Die haben ja sowieso alle miteinander irgendwas. Das wusste ich gar nicht. Ich habe ja auch damals, jetzt wie ich drauf komme, als ich damals das erste Mal How I Met Your Mother, sagt dir nichts, ne? Doch. War ich ja so von der Rolle von Barney, also von Neil Patrick Harris, überzeugt, ich hätte ja niemals gedacht, dass der in echt schwul ist. Ich auch nicht. Da habe ich letztens mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen. Ich finde, der spielt das unfassbar überzeugend. Für so einen Popo-Hinterlader. Dafür ist es ja ein Schauspieler, ne? Mhm. Naja. Oh Mann. Gesundheit? Nee, doch nicht. Ja, fast. Gähnen heißt es. Ich bin müde. Oh. Ich habe auch noch nichts gegessen. Oh. Hat übrigens weiter funktioniert. Was? Nicht essen? Mit dem entsprechend ernähren und... Hat nicht funktioniert oder funktioniert noch? Hat auch weiterhin funktioniert. Ah, okay, ich hab's akustisch nicht so verstanden, deswegen. Ja. Ich musste mir sogar schon ein neues Loch stechen im Gürtel. Oh. Glückwunsch. Wie viel denn? Hab ich gedacht, irgendwas machst du falsch, das ist doof. Wie viel Kilo? Ich weiß nicht wie viel. Ich habe irgendwo mal gelesen, man soll auch gar nicht so jetzt jeden Tag auf die Waage steigen, sondern einfach so auf das Innere und vor allen Dingen auch auf Erfolge, was Kleidungsstücke. Man merkt es ja dann einfach ja. auch. Nicht dafür. Das freut mich. Gar nicht. Doch. Warum? Naja, weil du es dir vorgenommen hast und es dir gelingt. Ja. Könnte schneller gehen. Na, jetzt sei mal nicht also, ungeduldig. Also anfuttern geht schneller. Ja. Und das ist aber das, was ganz viele Menschen vergessen. Man macht jahrelang... oder keine Ahnung wie lange, irgendwas falsch oder schlecht, was einen gewissen Zeitraum dauert, bis man halt das unschöne Gewicht erreicht. Und dann wollen es die Leute aber am besten von einem Tag auf den anderen wieder loswerden. Ja, na klar. Was man sich jahrelang angefuttert hat quasi. Nee, das geht so nicht. Naja, wenn es jetzt was wärmer ist, werde ich auch mal wieder... in die Laufschuhe steigen und mich durch die durch die Gegend rollen. D-
Da hatte ich zwar auch die letzte Diskussion, wie ich rede die ganzen Folgen von Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Das ist schlimm, oder? Ist so schlimm. Ne? Du sagst ja gar nichts. Wieso bin ich eigentlich jetzt der Unterhalter hier? Wann haben wir die Rollen gewechselt? Haben wir? Ja. Ich höre dir einfach nur gerade zu. Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten. Ja, weil er manchmal so ein bisschen, so, wenn man so ein bisschen foppen sagt, ja, was willst du, Moppel, so ungefähr. Ah. Und da habe ich ihm zu ihm gesagt, ja, wir können ja mal, keine Ahnung, mal wettlaufen oder sonst irgendwas. Da hat er nur gelacht. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber man darf eins nicht vergessen, dass Sportlichkeit an sich nicht zwangsläufig oder eigentlich überhaupt nichts mit der Figur zu tun hat. Nee. Ja, wie meinst du das denn? Ich sag, ja, ich kenne zum Beispiel, ich weiß das noch, damals aus der Schule, wir hatten Badminton, also Sportunterricht, haben zum Teil Badminton gespielt. Und da war auch einer, der hat total die super Figur, wenn du den gesehen hast, ich sag, voll der Megasportler, ne? Ey Junge, der hat wie so ein, wenn der den Schläger in die Hand genommen hast, bist du laufen gegangen. Der hat die Bälle nicht getroffen, das sah, was habe ich noch nicht gesehen, ne? So total unkoordiniert, wie als wenn der Fliegen klatschen wollen würde. Ja. Naja, und hab ich da so gesagt, von mir, das hat mit Figur überhaupt nichts, mit Sportlichkeit an sich überhaupt nichts zu tun. Nee, im Gegenteil, ich hatte neulich auf Facebook, ich weiß gar nicht, irgendjemand meiner Freunde hatte das geteilt oder geliked. Da war ein korpulentes Mädchen, ich schätze sie jetzt auf 13, mit gefühlten oder mit optischen 105 Kilo, die Ballett getanzt hat. Und Spagat gemacht hat und alles, wo man sich denkt, so, was, sie? Weil man halt da dieses typische Klischee-Denken hat, so, boah, dicker Mensch, kriegt das nicht gebacken oder ist halt überhaupt nicht sportlich oder gelenkig. Und sie hat das ohne Probleme gemacht. Genauso wie ich auch schon ganz viele Videos gesehen habe über korpulente Frauen, die Pole-Dance gemacht hatten. Die sind diese Stange da hoch und runter gerutscht, als wäre es eine Leichtigkeit, als würden die schon jahrelang nichts anderes machen. Naja, warum auch nicht? Ja. Das mal von meiner Seite aus zu unterstützen, das Wort, das korpulent sein oder das Gewicht allgemein nichts mit Sportlichkeit zu tun hat. Dankeschön. Wir danken dir für dieses Statement. Ich weiß gar nicht, ob ich noch nicht so gute Laune habe. Das ist echt schlimm. Weil es gibt sicherlich auch Leute, die das nicht hinkriegen. Da das Klischee einfach erfüllen. Ja. Also wenn ich an so einer Pole-Dance-Stange hängen würde, ich glaube, das ist dann wie so bei so einem nassen Lappen, den du dann gegen eine Wand schmeißt. Weißt du? Ich bleib dann erstmal dran kleben und dann rutsche ich total unelegant wieder runter. Genau. Mit so einem Fettschmiergeräusch. Ja, das ist das Quietschen der Hände und der nackten Füße, die dann versuchen, sich an dieser Stange krampfhaft festzukrallen. Aber das überhaupt nicht funktioniert. Da gibt's aber King of Queens eine Folge. Kennst du ihn wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kenne ich. Wo Doug das irgendwo sieht und Carrie so eine Pole-Dance-Stange als Überraschung ins Schlafzimmer baut. Naja, und sie hat dann so Gutscheine gemacht, kriegt dann für Doug jeden Abend so einen Pole-Dance, keine Ahnung was, Tanz halt, und es ist so grausam, was sie da abzieht. Und er will das irgendwie dann unterbinden und sagt zu seinen Kumpels, nein, ihr müsst mir helfen, das ist so vor, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie grausam das ist. Warum sagt ihr das nicht einfach? Sie schwingt sich dann irgendwie so drum, hat dann die Beine so irgendwie ausgesteckt, angewinkelt und will dann da runterrutschen und lässt sich einfach nur so runterplumpsen. Und ja, so, oh Gott. So ungefähr stelle ich mir das bei mir auch vor. Ja, du bist ja 2,3 Meter, wie groß soll denn die Stange? Die passt doch gar nicht. Wenn du normal bist ja schon Deckenhöhe, Augenhöhe. Das klappt nicht. Wir brauchen so eine Feuerwehrleiter für dich. So eine Feuerwehr. Ich habe das als Kind schon immer gehasst. Dieses, du musst da jetzt auf Zensur diese Stange hochklettern, um dann dich da oben irgendwas anzutippen und dann wieder runterrutschen.
Tja, der gute alte Sportunterricht. Ich habe das zweimal versucht und dann zur Lehrerin gesagt, ich gebe auf, ich versuch's gar nicht erst, gib mir gleich die 6, bevor ich mir diese Blöße nochmal antue. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft. Und es war mir ein Rätsel. Auch korpulentere Klassenkameraden haben das hingekriegt. Nur ich nicht. Ich bin da zu doof. Zu unmuskulös. Oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich hat die richtige Taktik gefehlt. Keine Ahnung. Seitdem hasse ich es. Und habe es nie wieder probiert. Mich vehement geweigert. Ja. Nee, nee. Das überlasse ich anderen. Dafür habe ich lieber anderes Dinge gemacht. Bockspringen zum Beispiel. Oh Gott. Das fand ich toll. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Schön, wenn du als Mann da nicht richtig und dann das halt davor knallst. Mit halb, ne? Also. Bin sogar Doppelbock gesprungen. Ja. Was aber das sein mag. Das sind zwei solche Böcke hintereinander. Nur, dass er halt, dass der hintere noch ein Stück höher war. Und irgendwann, irgendwann kam es dann, dass ich plötzlich Angst davor bekommen hatte. Warum auch immer. Weil ich kann das nicht genau erklären. Hm. Und seitdem konnte ich es nicht mehr. Hm. Seitdem habe ich es noch nicht mal hingekriegt, über einen Bock zu springen. Weil ich ständig hängen geblieben bin. Dann habe ich dann, irgendwann war es dann so ein Pipi-Schubs-Bock umspringen. Sie schubst den Bock um, sie wird von der Ziege geboxt. Von einem Schaf, meine ich, war es. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, es wären wahrscheinlich die Rache dann gewesen. Als irgendwelche Anlehnung. Manche Rache kommt halt etwas später. Die kam halt etliche Jahre später. Hm. Pippi, ich bin müde. Ja, die Folge ist auch bald rum und dann entlasse ich dich quasi. Ich muss Bubu machen. Ich muss noch was zu essen auftreiben. Was ist denn jetzt Kalorien am Pizzataxi? Dönermann? Döner kannst du in der Tat essen. Lass einfach die Soße und das Brot weg. Dann hast du sogar einen richtig guten... Ich habe mich aufgeregt letztens. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Jetzt kommt's. Ich war beim Burger King. Ich habe gesündigt. Oh Herrin, ich habe gesündigt. Vergib mir meine Taten. Crispy Chicken, schon mal gegessen? Ja, wahrscheinlich. War nicht vorrätig. War so eine komische, ich nenne es so eine Thai-Tussi, so eine ältere. Die ist immer da. Ich glaube, die wohnt da. da muss er machen, Blech. Ja gut. Es hat 30 Sekunden gedauert. Da war ich schon etwas skeptisch. Ne, weil es frisch machen. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, weil ich es eilig hatte, bin raus und unterwegs das Ding ausgepackt. Also das war so warm, dass selbst der Käse drauf noch nicht zerlaufen war. Also du konntest die Scheibette da so runterziehen. Oh. Da habe ich auch gedacht, ja, mache frisch, nichts mache frisch. Saftladen. Ich hab mich aufgeregt. Ich, lenken! Meine Fresse! Aber echt jetzt? 31% Schaden. Rastet sie aus. Hä, verstehe ich nicht. Warum ist denn der halbe LKW rot, wenn ich 31% Schaden habe? Ja, 74, ja. Schön. Und der Anhänger hat 19. Läuft. Ja, also ich bin ja Meckes Freunde. Und bin da mehr so auf den Trip. Ich mag gerade die... Happy Meals. Ja, mit Nuggets. Ging im Spielzeug. Genau. Und die esse ich bevorzugt mit Nuggets und einem Salat. Und dann halt Getränk und eine Apfeltüte oder was auch immer. Mhm. Und die
die haben da immer die Angewohnheit, mir anstatt den Salat, weil halt überwiegend die Kinder immer Pommes essen, mit dem mal Pommes reinzupacken. Wo ich dann so denke, aber ich will doch einen Salat. Warum? Sofort reklamieren. Ja. Ja, manchmal, also es gibt auch Mitarbeiter, die, weil die müssen ja die Pommes so oder so dann wegschmeißen, weil sie ja dann über der Theke schon waren. Oder wenn schon du ganz schlau bist, isst die Pommes auf und sagst, war nichts weiteres drin, außer die Nackens. Ja, manchmal habe ich das Glück, ich krieg dann Pommes und Salat. Ja. Salatpommes. Ey, ich wollte hier noch den Auftrag abgeben, aber wenn der LKW hier nicht aus der Potte kommt, meine Güte. Tja. Bleibt er da Ewigkeiten stehen und geht aus und geht aus und geht aus. Ist schon wieder ausgegangen. Na gut, bei 74% ist das kein Wunder. Ich krieg eh kein Geld dafür. Das ist eigentlich völlig von Arsch, was ich hier mache. Für ein Poppes. Es ist völlig heterosexuell, was ich hier mache. Was? Nee. Nee, homo, so rum. Ich kann sagen. Ich denke, was will sie jetzt? Sag doch einfach, es ist vollkommen schwul, was ich hier mache. Ja, ich würde sagen, ich beende hier diese Aufnahme, weil der LKW geht eh immer aus und bei 19% Anhängerschaden kriege ich eh kein Geld mehr. Dann kann ich den auch ohne Aufnahme nach Hause bringen und brauche dann den Freezy auch nicht noch Ewigkeiten quälen. Nun gut, Freunde der Sonne, bis nächste Woche und noch einen schicken Tag gewünscht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.